Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie man sich auf der Bremer Community in eine Gruppe, eine Interessensgruppe beitreten kann. Dazu loggen wir uns erstmal wieder ein mit unserem Test-Account. Und gehen dann über Netzwerk und anschließend klicken wir auf Interessensgruppen. Da wird dann viel informiert, was Interessensgruppen sind. Man kann auch direkt hier zu den Gruppen springen. Wir wollen jetzt jedoch erstmal zu den Interessensgruppen. Und da hat man so eine kleine, so einen kleinen Beitrag, was Interessensgruppen sind, wofür die wichtig sind und so viel und so weiter und so fort. Und ziemlich weit unten werden auch schon Interessensgruppen aufgelistet, ein paar. Und man kann zu diesen Interessensgruppen auch direkt springen, indem man hier auf Gruppen klickt. Das ist, was wir auch machen. Und wir wollen ja jetzt eine Interessensgruppe beitreten. Hier steht dann immer ein kleines Bild, wie die Interessensgruppe heißt und eine kleine Beschreibung. Wir wollen jetzt einfach mal der Interessensgruppe Pokémon beitreten. Kann man hier direkt beitreten. Man kann aber auch direkt reinklicken und kann dann hier beitreten. Und das machen wir jetzt auch mal. Klicken wir hier rauf. Und schon sind wir der Gruppe beigetreten. Man kann jetzt hier schreiben in der Gruppe. Zum Beispiel schreibe ich hier einfach mal Moin rein. Sage hier veröffentlichen. Dann wird es hier veröffentlicht. Moin. Und das können jetzt alle Leute sehen, die in der Gruppe sind. Können dieses Moin sehen, können auch darauf antworten. Können einen Kommentar schreiben, also eine Antwort quasi. Und ihr könnt jetzt auch alles sehen, was in diese Gruppe geschrieben worden ist. Zum Beispiel steht hier von Frank, da könnt ihr ihn als Freund hinzufügen bei Pokémon Go. Und ihr könnt euch euren eigenen, auch hier reinschreiben, euer eigenen Nummer. Und ja, das war's soweit. So kommt ihr in eine Gruppe rein. Ihr könnt die Gruppe natürlich auch so wieder verlassen, indem man einfach hier raufklickt und dann verlässt man die wieder. Möchte ich in diesem Fall nicht. Ich bleibe jetzt in der Gruppe drinne. Und somit wisst ihr, wie man mit den Gruppen umgeht.